Peace, Motherfuckers. Nein, das mach ich nicht, oder? Musst du wissen. Hi und damit herzlich willkommen zur SML, zur Shitmon League. Wieder an meiner Seite, Emi. Du bist gay. Emi. Danke. Sag hi, Emi. Hi. Gut. Heute spielen wir gegen Fortnite Felinara. Eigentlich vergessen wir immer den Namen. Heute haben wir extra uns Gedanken gemacht und dann ist uns aufgefallen, wir hätten es eigentlich doch vergessen sollen. Die ganzen Fortnite-Boys. Hier seht ihr unser Team. Fluffy Puffy, Pfannkuchen, Hansis Cousine, Schrulle, Green und Chomper sind dabei. Aber wir klicken auf Chop, würde ich sagen. Warte mich mal auf dem anderen Bildschirm noch ganz kurz. Perfekt. Let's go. Kein Gigalith, bitte. Da ist Gigalith. Wir spielen heute auch tatsächlich mal mit den... Ah, die wollen unser... Fifth Chance Sprites. Fisten. Guck dir das Granbull an. Alter, das alle Granbull war echt fisten. Okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie straight mit Gigalith leaden. Ja. Um Bumm zu machen. Und was machen wir dagegen? Ich würde mit... wir haben halt keinen Defog und wir haben selbst keinen Rocksetter. Für Green ist das ein bisschen scheiße. Das ist richtig. Aber ich würde dann, glaube ich, straight mit Schrulle leaden für vielleicht ein Willow, falls sie Bumm machen wollen. Kann... Unser Team ist sehr weiblich. Ja, was ich sagen wollte, kann das Winona Flame-Dings bumsen. Flashfire? Ja. Wir haben keine Feuerattacke. Willow? Ich glaube, ja. Ich glaube, Winona müsste dann Flashfire haben. Ja, Feuerfänger. Das stinkt. Ja, aber trotzdem, wenn die mit Gigalith leaden, werden die definitiv wahrscheinlich erstmal die Rocks. Die wollen die raus. Achso, wir sollten das, weil wir gute Sportsänger sind, U2 schreiben. Tolle Band. Okay, ja, dann das mit dem leaden und Willow oder so. Leben mit Ampharos. Wow, das sind große Sprites. Kann ein Zettstein nur so sein, richtig? Das habt ihr nicht gesehen. Beziehungsweise muss ich gucken, ob ich das noch gleich ausblenden muss. Vielleicht sieht man da oben halt geheimen Taktiken. Ampharos ist... Nein, keine. Nein. Die haben weder Knarxel... Okay, Granbull oder Winona könnten sein. Die Frage ist, wollen wir da drin bleiben? Wir hatten das Ding hier ja hauptsächlich auch dabei für Sengo. Sengo und das war's. Wollen wir vielleicht einfach mal knockoffen? Das habe ich auch überlegt. Das können wir potenziell tun, denke ich mal. Weil die können zwar in Winona gehen, aber da kriegen wir auch ein bisschen Schaden drauf. Vielleicht knocken wir von Granbull irgendwas ab. Das können wir Willown. Ja. Also ich finde, Knockoff ist okay. Das sehe ich uns. Und das sieht man nicht. Stimmt, diese Einblendung. Doch, die sieht man, glaube ich, vielleicht den kompletten Bildschirm. Ah, stimmt, nee, ist unten. Okay, wir knockoffen. Genau. Wir sind sogar schneller und knockoffen die Lefties sogar. Das, die toxiken uns. Das ist fine, I guess. Ja, und jetzt? Dann war das hier wohl ihr tatsächlich vielleicht so eine Dings-Antwort. Jo. Stimmt, wir haben jetzt Bulletproof, aber ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, was wir da... Wie viel macht Ampharos aus unserem Chomper? Weil vielleicht können wir auf den D-Dance gehen. Ja, das Ding kann Drachenpuls ja auch. Und ich will es nicht getoxikt haben, weil Chomper ist eigentlich so unsere Win-Con. Was machen wir jetzt? Wir könnten nochmal auf den Knockoff gehen, wir könnten auf den Willow gehen, könnten im Pfannkuchen gehen. Und dann kommt sich das. Können wir zappen, oder? Können wir das dagegen? Wir könnten es versuchen, ja. Aber ich glaube, die gehen jetzt eh auf den Voltwechsel. Ja, dann okay, dann. Aber selbst egal, in welches Mon sie gehen, ich finde, ein Sub ist eigentlich erstmal ein guter Play. Vor allem, Sub ist ja hauptsächlich für Dings dabei, für Tengulus gewesen, um den Sucker zu umspielen. Deswegen könnten wir eigentlich mal in das Ding hier gehen, oder? Ja, wir können es probieren. Sauber. Ja, okay. Okay, will, dass du auch dafür bist. Ja, guck, kommen wir zu Job. Den können wir noch ganz gut abfangen, oder? Und jetzt ist die Frage, in was zu gehen? In einem Mon, würde ich sagen. Wir könnten fast eigentlich schon den Z-Move raushauen. Das ist richtig. Die haben keine Verfolgungs-. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt in Gigalith gehen. Wie machen wir den Gigalith mit dem Touchdown? Wenn wir gerade eh Zeit haben, können wir das ja gucken.
Raichu. Alolan Raichu. Pfannkuchen hat 2 Ausrufezeichen diesmal. Das ist wichtig, okay. Gegen ein speziell defensives Gigalith, ohne Sandsturm, mit dem Z-Move. Ja, immer noch 51 bis 60. Das ist paralysiert, aber die EQ-Töne sind dann. Ja, aber ich. Die Frage ist, ob wir erstmal auf den Sub gehen wollen. Ich glaube halt, dass die Rocks legen werden. Ja, dann lass erst subben und dann. Und dann, wie viel machen wir ohne Z-Stern nochmal? Nicht viel. Ohne Z-Stern nur 26 bis 31. Und wenn die nicht speziell defensiv sind? Wenn die. Wollen wir nicht Ball, sondern Impish. Die wechseln in. Volnona. Das Safe Scarf, oder? Killt uns das Scarf? Zeig uns. So, stimmt, warte mal. Erstmal. Ich will es für später trotzdem mal kalken. Dann reicht das mit Zeitsteigen. Ja. Jetzt kalken noch, was Ninetales macht. Stimmt. Schneller sind wir auf jeden Fall. Wenn sie nicht scarf sind. Und nochmal Specs kurz weg. Und es macht halt einfach nicht viel Schaden eigentlich. Fireblast mit 3. Okay, Fireblast könnte killen, wenn sie Scarf sind. Ja. Die Frage ist, wollen wir das riskieren? Lohnt sich das gegen uns, das Teil zu scarfen? Ich frage mich ja gerade schon, warum sind die überhaupt hier reingegangen? Ja, aber die haben auch so lange überlegt, das ist irgendwie. Das ist Somni. Hallo Somni. Willkommen im. Und 206 Verteidigung und 228 und 361 KP. Hansis Cousine könnte es glaube ich noch am besten wegstecken. Was jetzt kommt. Weil Noctowl. Wir sind dann halt selber Scarf. Ja. Oder wir gehen in Chomper. Hakomo heißt das. Ja. Ja. Willow werden sie jetzt nicht gehen. Wie viel Fluffy Puffy? Wie viel nimmt der? Surfrow. Ja, nee, wird schon im Fireblast auch ordentlich viel Damage. Ah, warte mal, die Sonne ist aktiv. Okay, warte nochmal, Raichu. Dann killen sie nicht. Ja, dann lass Z-Stern raushauen. Warte kurz, Raichu, Alolan, Pfannkuchen müssen wir nehmen. Keine Sonne, als Z-Move. Killt das nicht, aber dann sind sie paralysiert. Ja. Ja. Okay, die wollten den Move baiten. Schade. Schade. Ampharos. Warte, die hatten. Wir haben 27,3 gemacht. Das ist speziell defensiv, oder? Yes, das heißt, ein Psyshock wird nicht ausreichen. Die könnten uns toxiken. Wollen wir subben? Ja. Der bricht nicht. Der bricht nicht. Das ist gut. Das ist jetzt gut. Weil jetzt können wir auf jeden Fall mit Pfannkuchen Druck aufbauen. Das heißt, wir kriegen wohl auf jeden Fall 2 Moves raus. Wenn Gigalith kommt und meint, die Rocks zu legen. Warum kommen jetzt so viele Leute rein, Guys? Wir wollen nur noch uns sein. Genau, wir wollen. Nein, wir wollen eigentlich nicht mit denen zu zweit sein. Wir wollen Fortnite befehlen. Stimmt, was erwartet man auf Fortnite? Da kommen die Kinder, ne? Also, Fortnite. Morgen kommt mein erstes Fortnite-Video, Guys. Oh Junge, das ist so ein gutes Video. Ja. Yippie-ki-yay. Aber sieht mir dann auch nicht so aus, als wären sie mit wohl nur einer Scarf. Ich glaube, wenn sie Scarf wären. Hätten sie angegriffen. Wobei. Aber ich verstehe nicht, warum sie überhaupt erst in Vulnona sind. Die gehen tatsächlich in Gigalith. Okay, dann würde ich jetzt definitiv Thunderballen. Das macht am meisten Damage, ja, ne? Ja. Okay. 30.
Ich liebe Marvin, ihn. Wenn du das siehst, weh, du beschwerst dich wieder. Das ist nämlich Skill. So. Wir haben 30%, 29, ne? 29, 7 gemacht. Das heißt, sie sind defensiv normal oder halt offensiv. Ja, die sind zumindest Full KP. Physisch, defensiv oder Dings, wir können nochmal Thunderbolten. Ja. Okay. Das reicht auf der Ding, oder? Ich weiß nicht, ob der Psyshock ausreicht. Wie viel hat der erste Volt-Wechsel gemacht da? 17, der würde jetzt killen. Das heißt, wir gehen auf den Psyshock. Ja. Weil wir sind ja schneller, das heißt, uns bringt nichts nochmal aufs Sub zu gehen. Right. Und ich... Right to! Wow. All right to! Oh, das ist ein voller guter Titel, Mann. Den haben wir jetzt, dankeschön. All right to! Och, nee. Oh yeah. Oh, nee. Die können ruhig... Ich hätte jetzt gerne Rocks, weil die so viel wechseln müssen, aber... Rocks haben irgendwie nicht so ins Team gepasst. Und warum kann bitte, wie heißt die Entwicklung? Grandiras, Rocks und Mediras nicht? Ist doch weil Diskriminierung. Weil Chomper zu cool dafür ist. Chomper hat Jumper. Das nicht nötig. Chomper ist der Putzlappen. Ich hab Chomper gesagt. Ach, Chomper. Ich hab Jumper verstanden. Nee, den Putzlappen habe ich nicht gemeint. Ja, guck mal, ich find's aber cool, dass Ampharos so in die Hände klatscht und sich freut. So. Yay! Aber die Augen sind so guck mal seelenlos. So, yay, ich sterb gleich. Aber guck dir diese seelenlosen Augen an. Nein! Der mächtige Signal Wien. Ja gut, wir können jetzt einfach noch einen Thunderbolt gehen. Ja. Der killt. Und dann ist Ampharos weg. Falls wir in Gigalith gehen. Machen wir dem nochmal den meisten Schaden. Jupp. Das heißt, entweder stirbt jetzt Ampharos, was ganz geil ist, weil Gigalith wird paralysiert. Das ist geil. Ja, da tritt der Schleier. So und die Pullfahrer direkt bekommen. Aber ich würde mal Raichu auf jeden Fall noch aufbewahren. Ja. Raichu ist noch wichtig. Da ist noch ein Turtok. Ja. Da ist ein böser Hund. Nein, böser Hund. Da ist ein, ich habe immer noch ein bisschen Angst vor, dem Kampfheini. Ja. Das ist ein Silvelli oder auch. Richtig. Amigento. Richtig. Schade, wenn der Psyshock ausgereicht hätte, wäre das schön gewesen. Das wäre richtig schön gewesen. Aber ich glaube, der hätte unter keinen Umständen ausgereicht. Aber jetzt ist einfach das tot und wir haben schon mal einen Kill. Ah, First nein. Blood, Bitches! So, was kommt rein? Was wollt ihr tun? Entweder kommt jetzt nochmal Gigalith oder Vulnona. Und wenn Vulnona reinkommt, ist es, glaube ich, relativ obvious. Scarf, aber wir Second Pfannkuchen nicht, weil wir brauchen ja auch... Richtig. Das ist nämlich lecker. Mhm. Den würde ich gerne vernaschen. Den kannst du vernaschen. Guck, die Raichu wandelt sich schon mit dem Booty zu dir zu. Wow. So, leck. Jetzt hat er wieder einen Ninetales. Ich merke gerade, da dieses Ding paralysiert ist, können wir jetzt mit... Und da es nicht speziell defensiv ist, das Gigalith, dann kann Noctu das jetzt two-hitten. Da sehe ich mich. Geil. Aber die Frage ist... Was gehen wir? Yes. Yes. Ja, mein Problem dagegen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich fast in Chomper gehen würde. Das haben wir schon mal überlegt, aber... Das Ding ist, Green will ich mir vielleicht noch aufbewahren, weil wir einen Freestrike gegen Turtok haben. Wir haben noch eine... Wir haben vor allem eine Expert-Belt. Das heißt, wir können von diesen Monstern, die jetzt noch da sind, mit den Moves auf jeden Fall drei sehr effektiv treffen. Mit Gigalith, Vulnona und Turtok. Freeze-Dry macht guten Schaden gegen Granbull. Und Amigento können wir freezen. Richtig. Chomper. Fluffy Puffy würde ich definitiv noch behalten. Wenn Vulnona weg ist, kann Fluffy Puffy vielleicht sogar alleine gewinnen. Ja, na dann probieren wir es mit Chomper. Ich sehe gerade noch uns keine Ahnung. Und ich will Hansis Cousine... Will ich safe, wenn dann reinholen. Mhm. Und Schrulle brauchen wir eigentlich noch gegen Amigento auch. Ja. Deswegen würde ich in Chomper gehen. Ja. Gekauft. Und? Oh. Blumdum. Okay, das Ding ist, das Ding kann Psyshock. Wollen wir jetzt einmal Dragon Dancen? Oder direkt Iron Headen, weil wir. Blumdum, was haben die predicted? Ich glaube, die wollten einfach den Z-Move raushauen. Welche Attacke macht man am meisten Schaden gegen das Ninetales? Erdbeben. Das heißt, ich glaub, das aber die gehen halt wahrscheinlich, denke ich, vielleicht eher in Granbull. Ja, okay, dann das. Earthquake ist aber auch so ein Midground-Play vielleicht. Ja. Granbull, wenn Granbull kommt, können wir halt eigentlich. Ist die Frage, was wir dann gehen. Ja. Wir haben
irgendwie das Problem, dass wir nichts irgendwie gefühlt rein, safe rein. Also ich würde tatsächlich nicht boosten, weil sonst gehen die in Granbull, mein Bedroher sind wir wieder down. Ja. Aber ich würde entweder direkt auf Erdbeben oder weiß nicht, ob wir predikten sollten mit Iron Head. Ich würde EQ. Oder wir Drain punchen einmal. Irgendwas gegen was. Drain punchen, ich kann nicht als Level, wir werden nicht in die Lift gehen. Safe nicht. Ja, aber dann haben wir ein bisschen KP gehabt. Sollen wir auf Erdbeben gehen? Ja. Okay, wir gehen auf Erdbeben. Vielleicht kommt ein Psyshock, wohl nur da kam Psyshock, aber durch den Evoliten und ein bisschen Bulk, was wir noch haben, sollte das eigentlich nicht ausreichen. Mit Erdbeben machen wir auch gegen, auch wenn wir minus 1 gehen, machen wir vielleicht noch zu 12% Schaden gegen Granbull, aber... Überleg mal, das kleine Teil könnte schon den Z-Move benutzen. Aber wenn das mit D-Dance den Z-Move benutzen könnte, das wäre pauchenös. Ja, aber nein, ich meinte den, Kombo... Ach so, wow. Der war heftig, den Grandirassium C, oder wie der heißt. Boah, der ist ja irgendwie ein liegende Band. Ja, Omnibus halt, warum. Ne? Der ist ja auch im Juju gebannt, ne? Ja. Sonst wäre das Ding nicht im Juju. Im Auju darf man den spielen, oder? Weiß ich nicht. Würde mal interessieren, ist Grandirassium nicht eigentlich voll gut im Auju? Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, was da momentan nicht vorherrscht. Die überlegen wieder ein bisschen, aber das ist okay, also wir haben auch schon viel überlegt. Kokolucha. Ja, oh, die haben sogar Extrasensory. Oh, ich mag nicht diesen Schaden, aber ich mag diesen Schaden, den wir gemacht haben. Ja, reicht jetzt nicht von Schrulle in Dings. In Shadow Sneak? Ja. Yeah. Kann ich mir gut vorstellen. Das Ding ist, wir haben schon gesehen, es ist ein Z-Move. Wollen wir jetzt in Hansis Cousine und Hyperboysen? Können wir. Denke ich, wir tanken was, oder? Wir tanken was. Ja, wir haben gesehen, es ist weder, es ist ein Z-Move, es ist keine Sonne da. Die werden jetzt, glaube ich, nicht auf eine Feuerattacke gehen, wenn dann kommt hier nochmal ein Extrasensory. Ja, okay, dann lass den Hansi gehen. Ja, weil Chomper können wir uns nochmal als Fodder aufbewahren. Und Chomper hat Ninetales hier sehr gut angesagt, sodass wir jetzt Scarf sind und eigentlich einfach, wir haben vorher schon Diggle gekalbt hier. Ja. Noctowl, wir haben gesehen, es hat noch, glaube ich, 71%. Kannst du, wenn du auf das Bild von Ding gehst, kannst du gucken, wie viel es hat. Stimmt. 70,3. Es ist kein Cent draußen. Modus gab. Wir machen nicht so viel, wir hatten nämlich vorhin. Wir haben keine Ability drin, warum auch immer. Tinted Lens ist ausgewählt. Okay. Huh. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe das richtig gemacht. Tinted Lens, so. Ja, okay. Hurricane würde zu hitten. Ah, den müssen wir treffen. Den müssen wir treffen. Vielleicht kommt jetzt auch Granbull rein. Sehen wir ja gleich. Wir müssen noch zwei Hurricanes treffen, wenn wir Gigalith 2 hitten wollen. Wir spielen Extrasensory anstatt Psyshock. Ich überlege gerade für was. Meinst du, das Ding kann überhaupt Psyshock? Ja. Oben, glaube ich, oder? Ja. Psyshock, ja. Okay. Wohl nun als eins der wenigen nicht Psychomons, die Psyshock können, weil Psychic können eigentlich viele, aber es gibt nicht so viele nicht Psychomons, die Psychoshock können. Deswegen habe ich gefragt. Ne, Psychoshock, ja. Warum ist das jetzt zurückgegangen? Ich habe doch was anderes gekriegt. So. Ja. Es gibt Alola Kokowai, aber halt auch nur wegen Oval. Owei, owei. Richtig. Dann halt Finks und Routine auch nur wegen Phinexis, weil es ein Psycho wird. Pixie kann es unter anderem noch. Vulnona, wie gesagt. Entoron, aber das Ding ist quasi eigentlich Psycho. Okay, warte, sie. Sensorino. Okay, perfekt. Oder wie Hyperboy ist es safe? Dann würden wir es halt nur 3 hitten. Ja, aber die haben die Fahrer. Die kriegen aber die Fullfahrer, okay? Perfekt. Ja, als ob wir zwei Hurricanes treffen. Sollen wir Hyperboysen ja sicher, falls auch drin bleiben? Ja. Okay, wir Hyperboysen. Ja, da kommt Gigalith. 32 haben wir gemacht. Das ist sogar ein bisschen mehr als erwartet. Dann haben sie nicht mal Full KP. Vielleicht sind Offensive. Sollen wir jetzt in Chomper gehen? Ja. Weil ich will mir keine Steinkante potenziell einfangen, ich will mir das Ding hier noch bewahren. Ja, und wir können auf Panzer nochmal auf den Rampunch gehen, ja, und ein bisschen hochhalten.
Das ist und Chomper kommt nicht nochmal in Noctua rein, weil wir es dann einfach tooten können. Ja. Gigalith kommt nicht nochmal in Noctua. Meine ich doch. Auch wenn ich jetzt glaube, dass sie Tarnsteine legen. Egal. Was haben wir sonst? Ich will es nicht riskieren. Und mit Chomper können wir aus der Range eigentlich direkt auf den Iron Head gehen, falls nämlich Granbull reinkommt. Machen wir den noch ein bisschen mehr schon. Dann würden wir auch das Volnona ja auf der Jahrhundertige wahrscheinlich. Ich glaube nicht mal. Sonst würde ich auf den Drain Punch gehen. Ne, die gehen nicht in Volnona. Die gehen safe nicht in Volnona. Die gehen, müssen dann eigentlich in Granbull gehen. Oder in Turtok. Und gegen Turtok können wir wieder Drain Punchen potenziell. Oder die ganzen, aber gehen auf Tansch. Okay. Haben die Beere? Ja. Sind aber schneller, oder? Wir sind schneller. Sollen wir Drain Punchen? Was macht das am meisten Damage dagegen? Drain Punch macht am meisten gegen das Ding. Dann Drain Punch nur. Ja, jetzt kommt nämlich Granbull. Safe, safe. Aber wir heilen uns ein bisschen hoch. Und ja, machen immerhin heilen wir uns nochmal am 7 Ding hoch. So, Das ging ja schneller als wir, ne? Nein. Maximal 207 bisschen. Okay, definitiv. Aber wir haben minus 1. Ich würde fast in Fluffy Puffy gehen. Definitiv. Das Ding ist für Steph. So wenig wie der Step Drain Punch gerade gemacht hat, aber nur minus 1 waren. Ja, Kalk. Kalk, lieber Kalke. Hakomo. Chomper. Gegen Granbull heißt Granbull, ne? Ja, Drain Punch kommt hin. Wir haben 8,6 gemacht. Drain Punch macht 8,5. Also die sind nicht komplett für Steph, aber schon ordentlich für Steph. Und wenn wir jetzt in Dings gehen, unseren Hundi. Wir haben halt Rest auf Gigalith, das ist nervig. Das heißt, wir können mit Fluffy Puffy nicht irgendwie versuchen zu sweepen, solange dieses Ding noch da ist. Schwingen wir jetzt, warte, wie hieß das? Furfro. Ja. Puffy Puffy. Ja, machen Playruff halt so, nur 28 ohne Invest. Okay. Also ich würde mit Fluffy Puffy gehen. Ja. Weil ich würde mir mit Schrulle halt nicht so viel Schaden einfangen. Das ist richtig. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das Ding kann Wish, ne? Ja. Das Ding kann so vieles. Vitalglocke. Es ist halt eine Fairy. Das Ding ist so ein Supporter, das ist unfassbar. Und der oh nein, die gehen so direkt ins The Valley. Dann würde ich... Sollen wir Cotton Garden? Kalke mal. Also wir sind schneller. Sil Valley Fighting. Macht halt mit einem Multi-Attack. Blöde Fliege. Alter, wie viele kommen da noch? Mit der Fighting Memory und dem Multi-Attack machen sie halt so viel tatsächlich. Wenn wir Defense plus 3 gehen, nur noch so viel, aber falls sie plus 2 gehen, dann machen wir so viel. Wenn die dann plus 4 gehen und wir plus 6 sind, wir sind eigentlich schneller. Wollen wir nicht vielleicht zweimal return und sind dann eigentlich immer noch schneller? Mit Schrull haben wir eine Prio, mit Hansi sind wir auch schneller, außer die... Ja, können wir machen. Ich würde einmal return. Die müssen ja die... Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie erstmal auf Nitro-Ladung gehen und dann machen wir halt auch nochmal ganz guten Schaden. Ja. Falls jetzt auf eine Multi-Attacke gehen, okay. Dann würde ich danach in Schrulle gehen. Aber wir können auf jeden Fall, wenn wir nachgucken, Barnett gegen ein, wie heißt wohl Nona? Ninetales. Ninetales. Ja, ein Shadow Sneak reicht. Ja, okay. Wenn sie kein Investment haben und ich denke mal nicht, dass sie so viel haben. Dann sollte es ausreichen, dann können wir auf den Willow gehen. Weil ich alles in dem Team ist gewillowt eigentlich ganz gut. Richtig. Außer halt Gigalith, weil das hat kein Item mehr und kein Rest. Das ist richtig. Mit Noctu zweimal auf Orkan gehen wäre vielleicht besser gewesen, wirklich. Ja, aber wenn wir nicht getroffen hätten, hätten wir Minus gemacht. Die hätten sich ja eh gerestet. Die hätten trotzdem Minus gemacht. Sicher? Wir hätten Orkan geklickt und hätten getroffen, vielleicht gehen wir mal von aus. Ja. Da hätten wir nochmal auf Orkan geklickt. Hätten wir den gemisst, hätten die sich gerestet, so wie es jetzt ist. Hätten wir den ersten gemisst, hätten wir ausgewechselt, sie hätten sich gerestet.
Also wären wahrscheinlich eh auf den Rest ausgegangen. Aber das konnten wir davor nicht riechen. Also ja. War die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir Minus gehen, als dass wir Plus gehen. Ja. Muss man halt gucken. Ich habe ein bisschen Angst vor Silvelli, weil wenn sich das S sieht und dann noch Nitro-Ladung drückt. Da ist ein Matthew und ein Rimboy gekommen. Und der Rimboy ist wieder gegangen. Nein, doch. Wow, du bist so kreativ. Dankeschön. Ja, aber ich verstehe, dass unsere Fans einfach zusehen wollen, wie wir gewinnen. Ah, verständlich. Aber nein, im Ernst, warum kommen die alle? Weil wir ziemlich sexy sind. Wurde irgendwie in den Discord reingeschrieben, dass wir jetzt kämpfen, oder? Hat da etwa jemand geplappert? Also, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das könnte auch ein langes Video werden. Ja, aber wir überlegen mal dann, wenn wir... Wir brauchen beide momentan eigentlich relativ lange. Auch wenn ich immer noch im Überlegen bin, ob einmal Dings nicht der Play wäre. Warte, wir greifen an und machen 39 und die gehen auf Multi-Attack. Okay. Okay, wir haben die Leftovers hier sehen. Ich würde jetzt in Schrulle gehen. Ja. Und ich will diese Fliege weg haben. Komm her, Olle. Fuck. Du Mörder. Ich habe sie nicht getroffen. Aber du wolltest sie töten. Das ist so eine kleine Mini-Scheiß-Fruchtfliege. Sie hat trotzdem Gefühle. Würde es dir gefallen, wenn ein Riesenfinger kommt und dich zerdrückt? Ja, war schon geil. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich wollte jetzt beschreiben, was da mit deinem Körper passiert. Nein. Ha. Mörder. F-Wort. Hier bitte einblenden. Mach ich nicht. Aber trotzdem. Ihr wisst, welches F-Wort ich meine. Mann. Flugzeuglotse. Handkuchen. Mit der Hilfermann. Und tschüss, Somni. War schön. Vorsicht, wenn mich mal anders hinsetzen. Ja. Mich hört mal schlechter, weil ich weiter weg sitze. Das ist nicht gut. Hallo, wo ist denn da die Motivation? Ja, wir müssen so lange warten und das ist gerade so bequemer. Ich komme wieder vor, wenn es interessant wird. Wir können dann nebenbei noch einen Random Battle starten. Ja, ja. Nein, das machen wir nicht. Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt lass mich doch schwul reden. Hast du hier gerade Leute diskriminiert, nur weil sie so reden und hast sie dadurch als homosexuell dargestellt? Oder Leute mit verstopfter Nase. Okay, so. Okay. Wollen wir einmal Willown? Ja, wollen wir. Dann Willown. Wenn da der Fuchs reinkommt, dann machen wir den richtig? Parting Shot. Ja, okay. Jetzt kills, glaub ich, nicht mehr, wenn die da reingehen. Und das haben wir uns nicht gut überlegt. Ich hab vergessen, das Ding Parting Shot. Warum kann das Abgangstirade? Das ist so das Ding, was immer Abgangstirade drückt. Oder Pandago. Für den wurde die Attacke erfunden und die gehen in die Gille. Treffen okay. Wir? Dankeschön. Perfekt. So. Gut, das heißt, jetzt werden die definitiv die Rockies legen. Rocky Mountains. So, ein Foulplay wird uns nichts bringen. Ich würde einfach, glaube ich, in den Jumper gehen. Ja, da sind die Rocks. Und jetzt würde ich Iron Headen. Wir Iron Headen. Jo, da ist Granbull. Machen wir wenigstens ein bisschen. Oh cool, da ist schon mal die Barbiri-Beere weg. Barbiri. Die Barbiri-Berry. Wort ist lustig. Barbiri-Berry. jetzt die Frage, in was wir gehen. Jetzt sind die Rockstar und die kriegen wir nicht mehr weg. Die stinken. Ja. Also Fortnite spielen. Sollen wir in Fluffy Puffy gehen? Und dann? Einen Hit abfangen, falls wir das tanken. Und dann Cotton Guard, dann Resten. Oder wir gehen in Schrulle und drücken dann straight auf den Foulplay. Oder noch auf, weil in dem Moment bringt nichts richtig. Mehr. Wir können, die müssten Angst vor einem Willow haben und würden wieder in Gigalith gehen. Nee. Oh, hoppe. Oder wir Second Chomper und drücken Iron Head und flinchen einfach. Wie viel? Ja, 20% oder 30% haben wir. Das sehe ich. Dann drücken wir nochmal Iron Head. Machen ganz guten Schaden. Okay, das ist der Play. Nochmal. Ja. Das ist doch bestimmt nochmal jetzt der Play. Komm. Oh nein, der Playrough Mist. Also, ist ja wunderbar hier. Würde ich sagen, gehen wir doch direkt nochmal auf den Nocco. Ich glaube, die lieben uns. Die hassen uns so sehr. Oh, komm, ja. Flinch nochmal bitte. Oh, schade, okay. Aber wir haben dieses Ding doch sehr gut downgechippt. Jetzt reicht doch wieder Schrulle, oder? Das ist halt oder wir könnten in Green jetzt gehen und ein bisschen Spaß haben.
Wir sind halt langsamer als Wulnona. Und Wulnona kommt rein und forst uns wieder raus. Er wird vielleicht Fluffy Puffy gehen und einfach return, wenn Gigalith reinkommt. Raichu. Können wir nicht jetzt ohne Probleme erstmal in Raichu gehen und Damage raushauen? Ja, stimmt. Ja. Na, dann gehen sie halt wieder in Gigalith. Ja, dann haben wir in der jetzt Runde. Jetzt? Ja. Würde ich. Nee, ich glaube, die sacken jetzt gerade wohl dann. Ja, okay. Wenn ich jetzt in Raichu gehe, würde ich direkt Thunderbolten und dann gehen sie halt in Gigalith und können rein theoretisch attacken, aber die sind geburnt. Und das macht dann. Also würde ich trotzdem. Schwierig. Ich glaube, ich würde trotzdem Raichu gehen, oder? Okay. Ja, oder Raichu ist eigentlich noch voll wichtig, wenn wir das alles down. Wir müssen Gigalith downchippen, damit Raichu killen kann. Wie sollen wir das denn downchippen? Ich würde Fluffy Puffy gehen und return. Okay. Fluffy Puffy. Die gehen jetzt wahrscheinlich in Gigalith. Aber da das Ding geburnt ist, können wir danach eigentlich Cotton Garden. Mhm. Und dann resten. Kalk. Kalk, ob das wirklich geht, ob wir direkt resten müssen. Die sind geburnt. Ja. Und haben wohl kein Attack Investment. Trotzdem, wenn wir sicher gehen können, gehen wir auf Nummer sicher. Fluffy Puppies First Row. So. Ein EQ macht nur so viel und wir kriegen gleich noch Leftovers. Da ist aber im Sand. Achso. Das macht keinen Unterschied. Aber wir machen dem halt auch keinen Schaden. Aber dann kriegen wir das Ding wieder hochgerestet. Ja. Und wenn die sich nochmal resten, die haben Rest, Stealth Rock, haben wir noch irgendwas gesehen? Sehen wir dann, wenn es reinkommt. Haben die irgendwann mal EQ gekriegt? Weiß ich nicht, sehen wir dann, kannst oder Scroll zurück, oder wenn sie reinkommen, sehen wir es. Nee, haben sie glaube ich nicht. Jetzt können wir gucken, jo. Wie wir das machen. Wir machen 14%. Das geht sogar. Cotton Guard und dann Rest. Guck erst, was es alles eingesetzt hat, vielleicht sehen wir das hier. Geh auf das, über das Mon. Okay, nur Stealth Rock und wir erst einmal gesehen. Ja. Ja, Cotton Guard. Weil die müssen höchstwahrscheinlich irgendwann resten. Und wir haben halt, wir müssen halt, wenn Wulnona, es wäre so schön, wenn wir Rocks dabei hätten, damit Wulnona weg wäre, aber die haben halt auch ihren Spinner dabei mit Turtok. Richtig. Ich glaube halt eher, dass sie jetzt nochmal resten und dann schlafen sie halt. Mhm. Und dann können wir, dingsen. Keep talking. Mhm. Das Schöne ist, wir sind mit Fluffy Puffy halt schneller als Wulnona. Das ist richtig. Deswegen, ich mag das Ding, weil es halt diese Fähigkeit hat mit Watteschild und weil es 102 Speed hat. Ja, und die sind halt richtig gut, diese 102. Vor allem ist halt auch noch Granbull so angeditscht, dass, klar, das Ding kriegt mit Rohr raus, wir werden nicht mit Fluffy Puffy irgendwie sweeten können, ist klar. Aber ein trotz Bedroher, ja, wir gehen auf Cotton Guard, ja, EQ kommt und macht halt nur noch 5%. Wollen wir nicht nochmal Cotton Guard direkt? Ich weiß nicht, wie es mit einem Crit aussieht halt. Oder sollen wir noch einmal Cotton Guard? Ja. Oder warte mal, wollen wir nicht jetzt resten? Und mit Sleep Talk haben wir eh die Chance auf Cotton Guard. Ja, okay. Das ist mir lieber als jetzt. Wenn sie jetzt potenziell auf Steinkante gehen oder was noch haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Explosionen haben. Die macht zwar auch nicht mehr viel Schaden, weil es geburnt ist, deswegen ich glaube eher, dass die, wenn. Entweder bleiben sie drin. Mhm. Vielleicht gehen sie jetzt in Wulnona, weil sie das riechen. Mit dem Rest. Ja, wir spielen auch immer dasselbe Set gefühlt. Ja, das andere kannst du auf Fluffy Puffy auch nicht spielen. Du kannst, glaube ich, noch ein Ladestrahl-Set spielen. Aber sonst kannst du eigentlich auf dem Ding halt auch nicht viel großartig spielen. Das, was es macht, macht es halt aber an sich ganz gut. Siehst du, ja, rein theoretisch könnte Fluffy Puffy, vor allem weil das Ding angeditscht ist, könnte Fluffy Puffy, wenn Gigalith weg wäre, das Ding eigentlich fast alleine jetzt gewinnen. Ja, sie gehen in Granbull. Und wir resten. Wir werden jetzt nochmal auf Return gegangen. Ja, aber wir können jetzt einfach Sleep Talken. Und nee, die haben da auch Rest drauf. Das Schöne ist, Gigalith ist in der Range, in der zwei Orkans ausreichen. Wenn wir sie treffen. Wenn wir sie treffen. Und alles ist so angehittet, dass es durch einen Orkan stirbt, außer Turtok. Und ich glaube, Turtok ist. Es kommt Gigalith wieder. Jetzt sind wir plus 4. Und jetzt werden sie wahrscheinlich Dings gehen.
Rest. Ja. Ja, wir können einen noch unsere Sleepshine-Runde eigentlich zu Ende machen. Oder gehen wir in Green. Falls sie jetzt resten sollten. Und wenn die nochmal EQ drücken. Oh, boah, die werden nicht EQ drücken. Ja. Dann haben wir sehr viele Möglichkeiten. Wir können erstmal auf den Automize gehen oder direkt auf. Tarek war da, Tarek yes. Ist uns. Wir hatten Gigalith gekalt, das ist nicht speziell defensiver, ne? Er sollte ja. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal von einem Fist-Step aus, auch wenn das glaube ich auch nicht komplett ist. Ich glaube, es war recht offensiv tatsächlich. Vanillox. So. HP Ground macht halt sehr guten Schaden, sodass es eigentlich ausreichen müsste. Mhm. Deswegen. Es gibt jetzt halt keine. Die müssen jetzt auf Rest gehen. Ja. Deswegen sollen wir es riskieren und Green gehen. Sicher? Wir sind beide dafür. Eigentlich ja. Okay. Weil dann können wir HP grounden. Dann ist keiner schuld. Wir gehen auf Stone Edge? Das denken wir. Wir sind Profis. Ja, okay, warum auch immer. Warum? Die wollten critten. Und dann gehen wir jetzt einfach auf HP Ground. Ja. Und machen so viel Schaden, wie es gibt. Wir sind Expert Ball, wir kriegen kein Life Orb Damage. Das haben die nicht predicted, oder? Nehmen die Life Orb? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich leider nicht. Hat der Kirental einen YouTube-Account? Also ich weiß, dass Marvin das nicht hochlädt, weil bei dem war ich letztens mal auf dem Kanal, hat nachgeguckt, was der so macht. Gucken wir doch einfach im Dokument nach. TBA, SNL, wir gucken das zusammen. Also zumindest Tarek und dann okay. Okay, jetzt ist Granbull schon mal weg. Das ist doch auch schön. Und das Ding ist, jetzt wird wohl Nona reinkommen. Und jetzt müssen wir das Green zacken. Und jetzt müssen wir Eis schaden. Ja. Aber das ist voll okay. Weil Gigalith hat nur noch 48. Das müsste Noctua jetzt mit einer Schallwelle tooten können. Tinted Lens. Ja, Hyper Voice würde jetzt two-hitten. Nice. Und Hyper Voice fickt. Okay, das heißt, wenn Volona kommt, Eisschaden. Mütter vergessen. Mütter. Fick. Fick Mütter. Das heißt, Volona wird jetzt dann wahrscheinlich Green rausnehmen. Wir müssen dann halt Eisschaden. Volona kann ja keine Recovery. Oder hat Volona Morning Sun? Die tun das nicht. Hochladen. Achso, okay. Schade. Ich würde nur kurz sicher gehen. Vonona. Wir gehen in Blastoise. Aqua Jet. Aber ich würde sagen, wir werden trotzdem Freeze-Dran. Ja. Vielleicht mit dem See. Die müssten eigentlich Aqua. Freeze! Schade. Gut, dann können wir jetzt aber in Raichu gehen und Thunder. Wie viel haben wir mit Thunderbolt nochmal gemacht? Gegen. Auch so, dass wir es tun hätten, glaube ich. Das Problem ist aber. Okay, 29. Die würden jetzt wohl Nona sacken vielleicht, in Gigalith gehen und dann resten. Wollen wir, dass dieses Ding sich resten kann? Nein. Eigentlich nicht. Wir haben gerade. Sub. Sub drücken. Dann müssen sie ihn eigentlich brechen, ne? Ja. Gehen jetzt da rein, die müssen, die wollen Volona sacken, wir ich will haben. Vorher noch kurz kalken, was das für ein Totok ist. Das sieht man nämlich am speziell defensiven aus, weil es war ein Export bei Freeze Dry. Dann Google, ja. Dann kalk. Ach, hier den Vanillok schreiben üben wir nochmal. Ja, psst, hat doch keiner gesehen. Ja, aber ich hab's gesehen. Nee. Doch. Blastoise. So, wir haben 40% gemacht. Vielleicht Elvi? Ich guck erstmal mit speziell defensiven. Eben. Und Assaultress. Ja, was sieht mit einem speziell defensiven und Assaultress aus? Reicht dann überhaupt von Raichu ein Thunderbolt aus? Dann gucken wir zwei Ausrufezeichen. Der reicht dann nämlich halt nicht mal. Ah, nicht schön, nicht schön. Trotzdem würde ich es glauben, aber ich würde trotzdem reingehen und Thunderbolten, weil wir dann wiederum in Hansis Cousine gehen können. Und dann ist Turtok auch noch so angeditscht, dass wir alles
töten können. Ja, okay. So, ich würde einfach Thunderbolten. Ja. Ja, war ein Problem, wenn die das Mono jetzt abschwarzen. Ja. Hara. Schade. Denken wir das? Nee. Nee. Ah, jetzt hat Hansi Spaß. Jetzt hat Hansi riesen Spaß. Hansis Cousine, wenn ich betten darf. Ja, okay, Hansis Cousine hat noch nicht riesen Spaß. Tinted Lens. Das Ding ist halt 26, das killt halt so fast nicht mal. Ja, aber das Goldhorn-Ding tötet auch nicht. Obwohl, die können noch. Ja. Obwohl, ne, die müssen ja 2 HP sein und 2 Schwert Death, ne? Mhm. Das heißt, sie sollten uns auch nicht mit dem Skull dann töten, auch nach den Rocks nicht. Thunderbolt, warte kurz. Warum gehe ich da oben? Ist Thunderbolt, ich will Raichu nochmal haben. Raichu, Pfannkuchen, so. Du hast gerade. Das ganz oben. 33,7 gemacht. Ja, passt. Das ist für. Okay, ja. Das heißt, Noctowl würde erstmal 81,25% kriegen. Ja, dann tanken wir das. Und dann kann das Safe auch ein Ice Beam, wenn es Assault-Vested ist. Aber der reicht nicht. Wir sind mit nichts mehr dann schneller. Richtig? Oder wir versuchen. Hört sich jetzt dumm an. Mit Air Slash zu flinchen, dann brauchen wir gegen Gigalith einen Flinch. 30%. Ja, aber Air Slash tötet das Blastoise nicht, mit wo ich. Ja, Hurricane auch nicht. Hyper Voice auch nicht. Air Slash two-hitted. Ja, okay, wenn das two-hitted. Ich glaube, Schrulle reingehen wird nichts. Die würden jetzt halt wahrscheinlich in Gigalith gehen. Mhm. Und da das wahrscheinlich ja First Step ist oder so, machen wir, glaube ich, selbst mit einem Dings keinen. Wir könnten hier reingehen und Foul Play klicken. War nett. Was? Oh, warte mal, lass du? Die Depp aus. Ja, so ein halt nach dem Foulplay reicht ein Shadows nie. Ja. Aber ich will gegen Gigalith kalken. Ja, die konnten mit einer Stone Edge nicht mal Gelatino killen. Also sieht mir das halt doch für Step aus. Ja. Und dann machen wir halt nicht genug, dass das ausreicht. Deswegen würde ich jetzt in Hansis Cousine gehen und Air slashen. Das ist nicht Hyper Voice trotzdem besser, weil wir sonst. Weil wir nach. Wir können den Hit abfangen. Und danach töten wir doch alles, weil wir A schneller sind und wir B. Killen nicht Gigalith. Die Second Blastoise gehen in Gigalith, tanken definitiv einen Move von Noctu und resten. Ja, und wenn okay. Wir Air slashen, können wir einerseits vielleicht Toto finden. Wir können natürlich Air slash missen, aber es ist 95%. Ist halt die Frage, ob wir es eingehen wollen. Fluffy Puffy müsste jetzt Sleep Talken und Fluffy Puffy kann Gigalith nicht killen. Die anderen zwei Mons sind wir schneller und killen, außer die sind Scarf. Das weiß, wissen wir ja, glaube ich, noch nicht mit. Doch, nein, ist das nicht. Das kann nicht, das heißt Platinum. Das heißt, die haben keinen Scarfer. Das heißt, ich würde vielleicht wirklich einfach in Hansis Cousine und auf Air slash gehen. Ja, aber wenn das nicht funktioniert, dass wir das Gigalith nicht flinchen, können wir dann auch irgendwie gewinnen? Können wir es irgendwie schaffen, wenn wir jetzt da nicht reingehen? Fluffy Puffy sorgt dafür, dass es sich hochrestet. Ja. Und Schrulle sorgt dafür, dass es sich hochrestet. Ja, probieren wir es. Tinted Lens, Modest, Scarf, Noctu. Do your thing. Wie gesagt, der Flinch gegen Dings ist halt eigentlich das Beste, was wir machen können, weil wir dann halt auch nochmal Dings Schaden kriegen. Ja. Wir haben schon sehr rumgehext, muss man zugeben. Ja. Die haben eine Full Para bekommen, weswegen wir die Rocks wahrscheinlich schon früher nicht rausbekommen haben. Wir haben ihr Granbull quasi tot geflincht. Beziehungsweise einmal geflincht und die haben gemisst. Trotzdem, die Chance, die wir haben, ist eben, wenn wir jetzt 30% bekommen. Ich reg mich nicht auf, wenn es nicht passiert. Das ist ein schönes, spannendes Match. Aber wenn Gigalith halt weg ist, dann gewinnt im Prinzip Fluffy Puffy. Außer wir kriegen schlechte Sleep Turns wegen gegen Silvelli. Das ist noch das Nächste. Wir haben noch einen Sleep Turn mit Tobi. Ja.
So. Guck mal, Hurricane selbst macht Mark damit schon 38 und das Ding hat halt leider noch 49. Ja, ist doch okay. Hat 49, das heißt, wir müssten eine normale Roll mit Airslash bekommen, flinchen, burn, noch ein Airslash und das müsste ausreichen. Mhm. Bitte, lieber großer Vogelgott im Himmel. Hansis Cousine hat eine gute SML gespielt bisher und kann jetzt vielleicht zum Matchwinner werden. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt ein Ice Beam einfangen, aber das haben wir gekalkt, müsste Noctu tanken. Das war eine große Eule. Dann wird sie Noctu, zur Legende der Wächter. Noctu hat 100 KP und 100 Spätzle. Bitte, tank dann auch einfach diesen Ice Beam. Die Leute haben keinen Bock mehr. Naja. So ärgert man die einfach raus. Aber die überlegen, haben noch länger überlegt wie wir. Naja, wir haben nur auf den Wechsel in Noctu ewig lang überlegt. Da konnten die nichts machen. Jetzt überlegen sie gerade genau das. Also okay. wenn sie jetzt in Gigalith gehen, dann haben sie es vielleicht gechoked. Richtig. Die könnten jetzt Volnona sacken, weil sie, die wissen noch nicht, dass wir Scarfs sind. Wir sind nur einmal in Volnona und Hansis Cousine hätte das eh getankt. Ja. Das heißt, die wissen nicht, dass wir Scarfs sind. Also, der beste Play, den sie jetzt für uns machen können, wäre in Gigalith zu gehen. Richtig. Und dann müssen wir nur zwei Airslash treffen. Richtig. Ich hoffe es so sehr, dass sie jetzt vielleicht irgendwie was nicht mitbedenken und auf Differenz spielen. Flinch? Das war einer. Wir können auch auf einen weiteren gehen. Will ich sagen, dass wir Glück haben? Ja, das möchte ich. Ja, also, es ist lucky. Das streiten wir definitiv nicht ab. Wenn wir das vielleicht tatsächlich gewinnen sollten, dann kann man auch definitiv anfechten, dass es verdient war. Aber der Satz, den man einfach so oft hört, das ist halt einfach Pokémon. Ganz ehrlich, jeder wird irgendwann mal weggehext. Nehmt's mit Humor. Auch schon? Ich glaube nicht. Nee, wir wurden immer durch Überraschungen getötet. Ja. Und generell die Matches in der SML waren Gesundheit. Wie ich finde, wirklich schöne Matches. Das ist ja, glaube ich, der vorletzte Spieltag. Ich glaube, nächsten Spieltag. Ja, ich glaube, wir haben noch zwei Spieltage. Haben wir dann noch zwei? Wir spielen auf jeden Fall noch gegen Flashplays und Trickler. Obwohl, nee, das war schon. Ja, das ist der vorletzte Spieltag. Das war's, das ist der vorletzte Spieltag tatsächlich. Ja, jetzt kommt ein Aquajet. Und okay. Jetzt kommt alles hierauf an. Richtig. Okay, vielleicht gehen sie jetzt auch in Volnona, womit sie den Simuf rausgegangen haben, dann müssen wir nur den Airslash treffen. Silvelli sollte keinen Modest Airslash tanken. Okay. Silvelli kann nicht Scarf sein, Silvelli kann keine Prio. Volnona kann höchstens Quick Attack, die killt nicht. Das heißt, da muss jetzt Gigalith kommen. Wobei, ich kann mir vorstellen, vielleicht gehen sie jetzt in eins von den anderen zwei, weil sie nicht denken, dass wir Scarf sind. Richtig. Und man kann auch sagen, der Flinch war in der Hinsicht gegen Turtok erstmal egal, da zwei Aquajets Hansis Cousine nicht gekillt hätten. Aber ist nicht auf Aquajet gegangen in der ersten Runde. Ja, aber selbst wenn es wären, würde Hansis Cousine jetzt auch noch leben. Nur mit weniger KP und Hansis Cousine tankt von den anderen Mons keinen Move mehr. Wenn sie den ISB getroffen hätten, dann auf den Aquajet, hätte es was ausgemacht. Stimmt, ja. Okay, hab nichts gesagt, bin dumm. Okay, aber Hansis Cousine hat übrigens einen Kill bei uns. Schomp hat sich keinen geholt. Wer hatte dann den ersten Kill? Den hatte doch Raichu. Ach stimmt. Den hatte Raichu. Ja. Raichu hat Ampharos gekillt, Noctu hat Turtok gekillt und Fluffy Puffy hat Granmul gekillt. Okay. Oh, das ist gerade spannend, ne? Also, ich muss hier mal einen Schluck von diesem wunderschönen Sprite nehmen. Okay, so. Okay, jetzt kommt's drauf an. Das Ding ist nur mal so. Die choken jetzt, wenn sie nicht auf Rest geht. Die Frage ist, wenn sie jetzt angreifen sollten und uns killen, können wir mit irgendeinem Mon das Ding rausnehmen? Ja oder nein? Hoffentlich mal. Das Ding ist, wir müssen auf Airslash gehen. Ja. Und ich habe hier den Kalk. Wir haben gekalkt, es ist nicht speziell defensiv. Und wir machen mit einem Airslash Minimum 22. Einen. Wird aufgerundet.
22. Das heißt, wir machen mit 2 44 und die restlichen 5 macht der Burn. Hoffen wir, dass wir treffen und dass wir flinchen. Okay, nein. Können wir... Jetzt haben sie es weggejoked, oder? Weil sie nicht gerastet haben. Ich weiß nicht. Können wir dieses Gigalith jetzt killen? Kalk. So, wir gehen erstmal in Barnett. Schwule. Ein Foulplay reicht nicht aus, wenn es für Steph ist. Ja. Oh, warte mal. Erstmal will ich noch Vanillux kalken. Ach so. Ja, aber, ich kann dann kalken, wie viel sie mit der Stonehenge gemacht haben. Weil, in welcher Welt hatten die Stonehenge dann nicht ausgereicht? Wann waren das? Das war danach, ne? Green lost 60%. Haben die haben eine Stonehenge geklickt? Hä? Ah, geburnt. Ah. Geburnt. Okay, warte mal. Stellen wir es ein. War es burnt? Dann passt. Die haben kein. Die sind für Step. Kann. Fluffy Puffy wird es auch nicht können. Nein. Auch mit einem Crit glaube ich nicht. Warte mal, die Chance, die wir jetzt vielleicht noch haben. Super Cotton Guard. Ich würde sagen, wenn wir. Ne, der Crit reicht nicht. Wir müssen jetzt halt aufgucken, ob wir vielleicht mit einem Crit. Reicht ein Crit Foulplay? Obwohl ich kein Z-Foulplay hoffe. Crit Foulplay. Crit Foulplay würde reichen. Barnett ist auch schneller als Gigalith. Das heißt, wir müssen in Barnett. Und Foulplane. Ja. Warte, das alte Mal haben wir schon abgeschlagen, oder? Das war die Chesterberry. Ja, so stimmt. Weil, wenn wir. Schneller sind wir. Ja. Beten wir, ne? Foulplay. 95er Stärke dann. Ja, wird auch angezeigt. Können wir jetzt vielleicht noch mit dem Crit? Das Ding ist tatsächlich. Es kommt halt dann halt, es würde halt ein ewig langer Stall werden. Weil, was will dann Gigalith großartig gegen Fluffy Puffy machen? Ja. Fluffy Puffy gewinnt dann das Matchup gegen Vulnona, außer wir resten in dem Moment, wo die auf Vulnona switchen, um dann zwei Fireblasts rauszuhauen und uns zu killen. Wir sind zwar schneller, aber wir müssen dann zweimal mit den falschen Move bekommen. Und aus einer 1 zu 3 Chance ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja. Ja. Wenn sie in Dings reingehen, in Silvelli, dann können wir Willowen. Außer die Subben. Ich würde aber trotzdem Willowen. Ja, Crunch. Ja, und jetzt können wir einfach nochmal Shadow sneaken. Ja. Nee, das macht keinen Schaden, weil. Nee, doch, tut's. Geist ist auf Kampf normal. Ja, ich. Und falls sie jetzt auswechseln sollten, dann würde Burn mit Shadow Sneak ausreichen. Ja. Ja, gut, Crunch brauchen sie jetzt eh nicht mehr. Ja, toll, und jetzt ist halt Stall Battle wahrscheinlich. Right. Wir haben noch einen Sleep Turn, ne? Also müssen wir jetzt Sleep Talk klicken. Ja. Jetzt die Frage, auf was wir bekommen. Boah. Und wir warten. Und wir warten. Oh und wir Gott. Warten. Wenn wir das verlieren, haben wir übrigens mal. Die daheim. Hätten einfach, sorry, aber die hätten mit Gigalith einfach resten müssen. Ja. Entweder gegen Noctu oder gegen, jetzt spätestens gegen Barnett. Ja. Wir hätten halt mit dem Dings, mit dem Foulplay critten müssen. Hätten wir gecrittet, hätten wir das noch verwenden können. So, und wir kriegen Rest. Das heißt, wir kassieren jetzt eine Multi-Attack, aber das ist voll okay. Ja.
Jetzt sind wir. Ich würde jetzt einmal Cotton Garden. Ah, wenn die jetzt auswechseln? Wenn die jetzt auswechseln. Ja, wir haben keine andere Wahl. Die wechseln jetzt nicht, die lassen das Ding jetzt safe sterben, glaube ich. Die kriegen uns auch nicht mehr down. Ja, Cotton Garden. Wobei das Ding ist, pass auf, warte mal, zwei würden ausreichen, aber. Ja, nee, komm, lass Return. Wie viel macht das das gegen Sivelli? Vielleicht killt das ja auch. Wir haben vorher schon ganz am Anfang einmal Dings geklickt. Drain Punch. Fluffy Puffy so. Ja. Return hat 39 das gemacht. Killt, das ja. killt. Dann lass Return. Ja. Okay, ja. Aufgewacht. Stirbt. So. Wir sind schneller als das, aber wir töten nicht. Das Ding ist jetzt halt, die killen uns nicht mit einer Stone Edge, weil sie geburnt sind. Vielleicht haben sie irgendwas verkackt und der Return Crit reicht aus. Weil jetzt warum sollen wir jetzt Cotton Garden? Wenn, dann resten die jetzt und dann wird's halt leider, zieht sich's auf den Stall-Dings hin. Ja, Return, let's go. Ja, war klar. Ja. Let's go. So fix. Warte, Gigalith. So. So, was macht denn ein Stone Edge Crit? Es ist nicht mehr Burn, es ist Healthy. Das ist fine, I guess. So, wollen wir nochmal Cotton Garden? Wir sind schon auf plus 6. Wir sind schon auf plus 6, ja. Return. Das Schöne ist, wir haben mehr AP von den Attacken. I guess. Warte, Stone Edge kann man nur 5x, 8x, ne? 8x. Ja, bin nicht, kann man nur 16x. Sollen wir einmal resten und die Sleep Turns verbraten? Wenn die keine Dings haben. Ja, und die Sleep Die haben aber, die haben halt auch 64 Matarensteine, glaube ich. Lass nochmal einmal dingsen. Weil, kann man Matarensteine so oft einsetzen? Ja, bestimmt. Nee, ich glaube nicht, dass man es 40 mal kann. 36, glaube ich. 32 maximal. Ja. Ja, jetzt gehen sie auf ein Erdbeben, das macht halt auch nichts. So, nochmal. Wenn wir keine AP mehr auf Return haben, können wir. Wird jetzt halt ein AP-Stall, ne? I'm sorry, guys. Ja, ich bin am überlegen, sollte das wirklich zu einem AP-Stall jetzt kommen, speeden. Dann, ja, schneide ich das Commentary raus und wir speeden einfach. Oder wisst ihr was, wir werden an der Stelle so oder so cutten, ihr werdet nicht mal viel verpassen. Hallo, ihr süßen Menschen, da sind wir wieder. Wie ihr seht, sind wir in Turn 124. An uns selbst gestorben. Richtig. Guck mal, da haben sie versucht, uns zurückzulassen, haben sie nicht hingeschaut. Also es war ein Struggle, wortwörtlich. Denn wir haben, wie ihr seht, das hatte noch ein Rest, ein EQ und zwei Stone Edge. Es war knapp. Guck mal, da versucht Marvin jetzt gerade zu sagen, dass er die Geduld dazu hat. Marvin, die habe ich auch. Hast du die Geduld auch dazu, das Video ganz zu gucken? Ich werde für dich extra in der Videobeschreibung das ganze Video. Nein, mache ich nicht, bin ich zu faul für. Dann schreiben wir noch Marvin. Ich auch. So, aber wie gesagt, knappes Match. 1-0. Das war doch mein Arschloch-Move. Hm? Warum schiebt der es jetzt auf dich? Das kann doch mein Arschloch-Move gewesen sein. Stimmt, du hast den Satz gedroppt. Ich verlange eine Entschuldigung, ein Geständnis.
dass das wieder... Nein, hier, Spiel ist vorbei. Haben 1-0 verloren. Es gibt nächste Woche den letzten SML-Kampf dann. Und ich würde sagen, man sieht sich. Bis dann. Tschüss. Hi und willkommen zur Endcard. Erstmal danke fürs Anschauen und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen und du würdest mich damit auch ein bisschen unterstützen. Links kannst du mich jetzt abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung am besten zu dir passen würde. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Resttag und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann!